Die Benchmarkwelle für Intels 10. Desktop-Generation, die reißt einfach nicht ab. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und bevor es losgeht, noch kurz was in eigener Sache. Jawohl, gestern am 20.04.2020 war ein historischer Tag. Denn ja, es ist geschehen, ich habe meinen ersten richtigen Stream auf Twitch auf die unvorbereitete Menschheit losgelassen, da ich ja seit ein paar Tagen endlich meinen heiß ersehnten Glasfaseranschluss habe. Es sollte eigentlich nur ein ganz kurzer Teststream werden, um die Qualität zu optimieren. Ja, und daraus wurden dann fast 3 Stunden und in der Spitze knapp 170 Zuschauer. Beim ersten Stream überhaupt, der nicht mal angekündigt war, gar nichts. Ich war absolut überwältigt und eure Resonanz, die war durch die Bank auch positiv. Bis auf so ein paar Qualitätsprobleme halt. Ja, und nun habt ihr den Beweis, der Monty, der kann auch ohne Skript und Schnittprogramm. Und wer beim nächsten Stream dabei sein will, der sollte mir da ja am besten sofort auf Twitch folgen. Dort heiße ich natürlich Das Monty, wie denn sonst? Link ist natürlich unter dem Video. Und gestreamt wird meistens abends so, ich denke mal so alle 2 Tage werde ich das machen. Und für alle, die meine Streams verpassen, gibt es in den nächsten Tagen auch einen Zweitkanal auf YouTube und den nenne ich dann Das Monty Uncut. So viel dazu, nun kommen wir aber zum Kerngeschäft meines Kanals. Boah, welch fantastisches Wortspiel der Monty sich da wieder ausgedacht hat. Ich bin einfach ein Genie. Kerngeschäft, jawohl, viele CPU-Kerne sind natürlich mal wieder gefragt, werden von Intel aber leider weiterhin nicht geliefert. Wer mehr Kerne braucht, dem bleibt einfach nichts anderes übrig als ein AMD Ryzen 3000 wie dieser hier. Oder das Zerstückeln einer Wassermelone bei lebendigem Leibe. Ihr habt die Wahl. Und heute zeige ich mich jetzt ausnahmsweise mal großzügig und packe die meiner Meinung nach interessanteste News direkt an den Anfang des Videos. Ja, ich kann auch nett sein und nicht immer nur Monty Arsch. Es geht nämlich heute um nagelneue Benchmarks der Intelschen 10. Desktop-Generation, genannt Comet Lake S. Und so viel vorab, es gab viel Positives, aber auch viel Negatives zum Intel Core i7 10600K und 10700K. Erstmal kurz zu den technischen Daten der beiden Silizium-Schönheiten. Der 10600K bietet 6 Kerne und 12 Threads und einen relativ hohen Basistakt von 4,1 GHz. Die Angaben zu dem Boost, die schwanken interessanterweise teils stark, teils soll dieser nur bis zu 4,3 GHz betragen, was ich aber nicht glaube, teils bis zu 4,8 GHz Single Core, was schon ein bisschen realistischer ist. Das alles bei einer TDP von 95 Watt. Und der 10600K könnte der Preis-Leistungsknüller im Intel-Programm werden, soweit man das bei Intel natürlich überhaupt behaupten kann. Er wird schätzungsweise zwischen 250 und 300 Euro kosten. Und wenn ich mir mal so einen Ryzen 5 3600X oder 3600 so ansehe, sieht das preislich echt übel aus für Intel. Selbst der 3600X kostet aktuell nur noch 189 Euro bei Mindfactory und der 3600er geht für wahnwitzige 168,90 Euro über die Ladentheke. Und wer Bock drauf hat, ich habe alle CPUs, die ich heute bespreche, mal unter dem Video hier verlinkt. Mit dem 10700K haben wir jetzt den Gegenspieler zu dem AMD Ryzen 3700X und auch 3800X. 8 Kerne und 16 Threads und ein Basistakt von 3,8 GHz mit einem Single-Core-Boost von bis zu 5,1 GHz. Die Mehrleistung wird dann aber mit einer erhöhten TDP von 125 Watt erkauft, die bekanntermaßen nur ein Schatten des wirklichen Stromverbrauchs ist. So viel dazu und bevor wir jetzt zu den Benchmarks kommen, muss ich mir erstmal ein paar Cookies hier verdienen. Und wie das? Natürlich mit meinem Lieblings-Keystore VIP-STD-Key. Der Keystore der Wahl, wenn es um Spiele, aber auch um Software geht. Besonders günstig gibt es hier diverse Produkte von Microsoft, wie das Office-Paket und Windows Pro. Also die Programme, die quasi jeder von uns nutzt bzw. nutzen will. Zum absoluten Sonderpreis von 32,76 Euro für Office 2016 Professional Plus. Okay, ihr habt gewonnen, es geht natürlich noch günstiger, nämlich mit meinem Rabattcode SKMONTY10%. Und nein, hier gibt es nicht 10% wie der Code suggeriert, sondern mittlerweile gar 12% Rabatt. Und damit Office 2016 Pro für nur 28,83 Euro. Zu finden natürlich im Link in der Videobeschreibung. Und wer ein neues Windows 10 Pro braucht, auch kein Problem. Für nur 15,58 Euro einfach direkt zuschlagen mit dem Link in der Videobeschreibung. Dann auf Kaufen klicken und auch hier gibt es 12% Rabatt. Dann wählt ihr eure Zahlungsmethode aus und ich nutze hier grundsätzlich eigentlich PayPal. Und schon in wenigen Sekunden habt ihr euren Windows-Code und könnt ihn direkt aktivieren. Günstiger und schneller geht das nirgends. Also viel Spaß mit den Produkten von SCD Key.
So, was bringen die Intelschen Silizium-Sprösslinge denn nun auf die Straße? Wie meistens zurzeit ist ja der Geekbench 4 der Benchmark der Wahl und auch eine sinnvolle Option zum Vergleich von CPUs. Der 10600K bringt 6081 Punkte im Single und 28523 Punkte im Multicore auf dem Bildschirm. Okay, das wird den meisten jetzt natürlich relativ wenig sagen. Erst im Vergleich mit dem Ryzen 5 3600 sieht man, wie schnell oder wie langsam der Intel jetzt wirklich ist. Was direkt auffällt, die Single-Core-Leistung des Intels ist immens. 5322 Punkte von AMD gegen 6081 Punkte von Intel, das ist ein Wort. Und das sind fast 15% Vorteil für Intel. Und das ist ja schön und gut, aber wann kommt es im Alltag mal auf die Single-Core-Performance an? Richtig, so gut wie nie. Im Multi kann man aber ganz grob sagen, dass sich beide CPUs eigentlich auf dem gleichen Niveau bewegen. Mit leichtem Vorsprung für Intel mit 28523 Punkte gegenüber 27575 Punkte für AMD. Hier gibt es aber auch enorme Schwankungen bei AMD. Einige 3600er Tests ohne Übertaktung liegen nämlich sogar deutlich höher als bei Intel. Aber jetzt sagen wir mal trotzdem auf gleichem Niveau. Und nein, den 3600X müssen wir hier jetzt gar nicht mit reinpacken. Er befindet sich nämlich fast auf dem gleichen Niveau wie der 3600er ohne X. Ja, und dann kommen wir mal zum 10700K mit 5989 Punkten im Single-Core und stattlichen 34133 Punkten im Multicore. Und bei diesen Zahlen fällt mir gleich wieder der Bench aus dem letzten Video zum 10900F ein, der ja normal schneller sein müsste. Mit 5747 und 29363 Punkten ist das allerdings nicht der Fall. Daher ist natürlich auch bei diesen Benchmarks klar, hier ist Vorsicht geboten. Also immer so eine kleine Portion Skepsis mit reinbringen. Denn im letzten Video wurde der 10900F mal eben von einem AMD 4900HS Mobilprozessor von AMD im Multicore versägt. So, jetzt aber zum Vergleich mit dem 3700X von AMD. Der bietet mit 5642 Punkten erwartet etwas weniger im Single-Core und mit 33643 wieder fast das gleiche Niveau wie beim Intel. Der 3800X macht seinen Job aber ein bisschen besser als der 3700X und bietet hier überraschenderweise noch eine ordentliche Portion mehr Power und ist in den meisten Benchmarks dann sogar doch schneller als der 10700K von Intel. Sogar in den meisten Single-Core-Benchmarks mit um die 6000 Punkten. Und was können wir jetzt aus diesen Benchmarks, die ziemlich sicher auch echt sind, jetzt nun schließen? Zum einen, dass Intels Strategie des hohen Taktes natürlich aufgeht. Man sieht es hier ganz klar. In der Single-Core-Leistung ist und wird Intel wohl weiterhin auch vorne liegen. Bei gleichem Takt muss sich Intel aber sicherlich auch AMD geschlagen geben. Und im Multi liegen beide so ziemlich gleich auf. Das klingt für Intel jetzt eigentlich erstmal ziemlich gut. Nur zu welchem Preis das Ganze? Erstmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes zu welchem Preis. Denn der 10700K wird sicherlich an die 400 Euro kosten, während der 3800X von AMD aktuell für 329 Euro zu haben ist und ein 3700X sogar für nur 289 Euro bei Mindfactory. Der zweite hohe Preis ist dann halt der Stromverbrauch. Nicht nur die TDP liegt höher, die Intel und AMD aber sowieso eher unterschiedlich errechnen. Nein, der reale Stromverbrauch der Intels liegt laut derzeitigem Kenntnisstand deutlich über den CPUs von AMD und könnte durchaus sogar doppelt so hoch liegen. Wer aber unbedingt eine Intel-CPU haben will und wem Stromverbrauch und Kühlung völlig egal sind, der kann offensichtlich in wenigen Wochen trotzdem bedenkenlos zu einem Intel Comet Lake S greifen. Warum man das jetzt allerdings machen sollte, das wüsste ich gerade gar nicht. Außer Intel überrascht uns nachher vielleicht doch mit einem extrem niedrigen Preis. Ich denke aber, das wird Wunschdenken bleiben. Fast ein Jahr ist es nun schon her, dass AMD die Ryzen 3000er CPUs auf den Markt brachte. Und genauso lange gibt es nun noch die extrem teuren X570 Mainboards, deren Chipsatz ja eher so eine Notlösung war, basiert dieser doch auf dem I.O.-Chip, der ja halt auf jeder Ryzen CPU zu Hause ist. Lange gab es ja noch Gerüchte um einen B550 Chipsatz. Und dass dieser kommt, das war eigentlich schon immer klar. Warum dieser aber immer noch nicht da ist, das weiß aktuell wohl nur AMD. Nun ist aber ganz sicher, B550 Boards werden in Kürze erscheinen. Und laut WCCF-Tech sollen diese sogar in genau einem Monat am 21. Mai 2020 vorgestellt werden und am 16. Juni dann auch im Laden stehen. Und da eh schon seit Ewigkeiten von Juni 2020 gesprochen wird, gehe ich mal fest davon aus, dass die Daten auch stimmen werden.
Zu früh sollte man sich hier aber nicht freuen, denn der Mehrwert gegenüber W450, der hält sich natürlich in Grenzen. Vollen PCI-Express 4.0 Support bietet der Chipsatz nämlich nicht. Lediglich die PCI-Express 4.0 Lanes der CPU werden unterstützt. Das heißt also, die Grafikkarte darf sich dann 16 Lanes abzweigen und auch noch eine entsprechende PCI-Express 4.0 SSD. Das ist aber natürlich besser als gar nichts und natürlich zukunftssicherer als die Lösung von Intel, die auch mit den Z490 Mainboards weiterhin nur PCI-Express 3.0 nutzen. Der Sinn von 4.0 ist aktuell aber auch nicht so wirklich gegeben. Maximal bei entsprechenden SSDs vielleicht. Und Grafikkarten, die jetzt nicht gerade völlig unterdimensionierten Speicher haben, ziehen aktuell noch überhaupt keinen Nutzen daraus. Aber auch A520 Boards sind nun ein Thema für alle, denen selbst B550 Boards noch zu teuer sind. Diese kommen dann allerdings natürlich komplett ohne PCI-Express 4.0 Support daher. Zu den Preisen gibt es jetzt leider noch keine Infos. Klar sollte man natürlich sein, dass B550 weit unter 200 Euro gehandelt werden, also günstiger als das hier. Und A520er sicherlich unter 100 Euro kosten werden. Für Sparfüchse also genau das Richtige. Und damit sollten jetzt auch endlich die vielen, vielen Fragen zu B550 beantwortet sein. Ja, sie werden bald kommen und das ist auch Fakt. Apropos Sparfüchse, AMD brachte in den letzten Monaten bereits klammheimlich den wohl preis-leistungsmäßig besten Prozessor überhaupt heraus, nämlich den AMD Ryzen 5 1600. Und alle, die es nicht mitbekommen haben, werden den Altmoney-Monitor jetzt sicherlich als reif fürs Dschungelcamp einstufen. Aber nein, ganz so weit ist es noch nicht, denn natürlich ist der Ryzen 5600 eine steinalte CPU. Dieser bekam aber eine Neuauflage in Form von Zen Plus der 2000er Generation. Der Ryzen 5 1600 ist also nur minimal langsamer als ein Ryzen 5 2600 und das für knapp unter 100 Euro. Und wer zuschlagen will, ihr wisst doch, wo ich die ganzen Links versteckt habe. Und ich hoffe doch sehr, dass der heutige Preis bei Mindfactory von 128,96 Euro ein Fehler ist, denn alle anderen Händler haben diesen für unter 100 Euro aktuell gelistet. Ja, zur Not müsst ihr da halt einen anderen Händler nehmen. Und nun bekommt der 1600er aber einen kleinen Bruder an den Pin, nämlich den Ryzen 3 1200 hier. Ein Vierkerner ohne SMT, der jetzt nicht gerade die empfehlenswerteste CPU des Planeten ist, aber mit zu den günstigsten zählt und aktuell übrigens fast gar nicht mehr zu bekommen ist. Im neuen Pinnacle Ridge Design der Ryzen 2000er kommt dieser nun aber gestärkt wieder zurück in der Zen Plus Variante. Und er ist bei einigen Händlern schon ab 55 Euro zu haben, aber aktuell noch sehr vereinzelt. Die großen Händler, die werden sicherlich aber auch bald folgen. Und 55 Euro ist knapp die Hälfte vom 1600er und daher durchaus ein fairer Preis. Aber auch wenn der Ryzen 3 1200 mit der eingeblendeten Codebezeichnung sicherlich einen Tacken schneller sein wird, ist der nur was für wirklich echte Sparfüchse, die absolut nicht bereit sind, noch mehr Geld auszugeben. Denn ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, jetzt noch einen Vierkenner zum Zocken moderner Spiele kaufen, ne, das ist keine gute Idee. Und warum der AMD das Ganze jetzt macht, das kann ich überhaupt nicht genau sagen, da sie ja auch diverse CPUs in diesem Preisbereich anbieten. Okay, der 1200er ist dort natürlich die beste Wahl, aber ob das jetzt wirklich nötig war, obwohl, schaden kann es ja eigentlich nicht. Und zu guter News letzt hier noch eine kleine Warnung. Nein, jetzt nicht an alle Nicht-Abonnenten, dass ihnen die ewige Verdammnis droht, wenn sie meinen Kanal nicht abonnieren. Ja, okay, das wird natürlich passieren, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Nein, die Verdammnis kommt nämlich von Intel. Nee, Moment, ist jetzt auch ein bisschen falsch. Intel kann da nämlich überhaupt nichts für und warnt sogar aktuell. Denn sehr kuriose Fälschungen von Intel-CPUs scheint es nämlich aktuell am Markt zu geben. Daher heißt es, die Pins von entsprechenden unnormal günstigen Angeboten auf zum Beispiel Amazon oder eBay zu lassen. Ansonsten erhält man mit Pech nämlich sowas hier. Und ja, ihr seht richtig, PCB und Heatspreader und ja, auch die Pins, die sind genau da, wo sie hingehören. Und jetzt eine Frage an euch, die natürlich nur die absoluten Experten beantworten können. Was fehlt auf dem Bild? Ja, die Cookies, okay, du hast recht, aber es ist unglaublich. Wer so eine CPU kauft, der bekommt ein völlig funktionsloses Package ohne DAI, also ohne CPU und packt eigentlich nur Luft in den PC. Und aktuell ist das Ganze wohl noch nur ein China-Problem, aber wie zurzeit ja allen bekannt ist, bleiben Probleme leider nicht lange in China. Also ist es auf jeden Fall aufpassen beim CPU-Kauf, wenn es um Intel geht. Zack, und schon sind wir wieder beim Kommentar des Tages und die News, die ist schon vorbei. So schnell kann es gehen. Und ja, auch im heutigen Video musstet ihr wieder in den Genuss eines wunderbaren Werbeplacements kommen. Das ist ja ein Thema mit vielen, vielen Fragen, das auch viel Unverständnis unter den Zuschauern auslöst. Und der Jens, der dazu mal ein paar Fragen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Monty. Mich würde tatsächlich mal ein Video interessieren bezüglich Placements, Werbung etc. Vor allem Richtung, was bringt das? Was bekommst du vorgegeben? Inwieweit bist du frei bei der Themenauswahl? Vielleicht verstehe ich dann auch mal, warum einige YouTuber ihre Videos zum Teil einfach so zupflastern.
Hey Jens, ob ich dazu mal ein eigenes Video mache, das muss ich mir noch überlegen, ich glaube eher nicht. Aber hier jetzt mal in Kurzform meine Antwort darauf, die ich übrigens gestern auch schon in meinem Stream auf Twitch ein bisschen ausführlicher gegeben habe. Was bringt das? Naja, die Antwort ist so einfach wie kapitalistisch. Kohle, Geld, Money, Moneten. Ohne Geld würde natürlich niemand Placements machen, das sollte wohl klar sein. Und da YouTube nun mal mein Job ist, verdiene ich nun mal Geld damit und nehme da ja auch zu meinem Kanal passende Placements immer an. Was ich vorgegeben bekomme, ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei rein Placements, also Placements, die ich in ein News-Video hineinpacke, geht das von komplett frei der Produktion bis zu, dass ich fast jedes einzelne Wort vorgegeben bekomme, wobei ja ich selbst das jetzt eigentlich noch gar nicht hatte. Ich konnte mich bisher immer einigermaßen kreativ ausleben. Jedoch möchten die meisten Partner sich das Placement natürlich vor Veröffentlichung noch ansehen. Völlig frei ist man hier natürlich nicht. Es ist nun mal Werbung und das müsst ihr einfach verstehen. Anders sieht es jetzt bei gesponserten Hardware-Tests zum Beispiel, zumindest auf meinem Kanal aus. Hier steht natürlich auch Werbung und ja, dafür werde ich auch bezahlt. Aber für mich gibt es hier nur eine Option. Entweder kann ich das Video produzieren, wie ich will und natürlich auch negative Punkte nennen, oder es gibt schlicht und einfach keinen Deal. Wenn das Produkt aber in der absoluter Müll ist, dann will der Partner dafür natürlich auch nicht zahlen, das ist ja klar. Und ja, dann wird mit dem Deal halt auch nichts. Daher sind das jetzt zwar Werbevideos, wie zum Beispiel mein Video zur Arctic Liquid Freezer 2, aber Vorgaben gab es hier null. Und wie ich im Stream gestern ja auch schon sagte, ja, bei mir gibt es auch so wahnsinnig beliebte Placements wie Raid Shadow Legends. Denn ich bin ganz ehrlich, ich verstehe den Hate gegen das Spiel überhaupt nicht, da das auch ohne zu zahlen wirklich Spaß macht. Und ja, die zahlen tatsächlich natürlich gut für solche Placements und ich stehe auch hinter dieser Werbung. Denn das sollte man natürlich auch zumindest ansatzweise, denn für ein Produkt, das ich selbst durch und durch kacke finde oder das überhaupt nicht zu meinem Kanal passt, da kann man auch keine Werbung für machen. Also, sorry, liebe Kosmetikhersteller, ihr müsst euch leider einen anderen suchen. Bei mir reicht es einfach schon zu liken und zu abonnieren, um schön zu werden. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die Umfragebesprechung des letzten News-Videos. Leider wurden mir jetzt aber auch die alten YouTube Analytics abgeschaltet. Oh Mann, ich werde sie vermissen auf jeden Fall. Die neuen sind leider absoluter Mist und auch total unübersichtlich. Ich weiß aktuell daher überhaupt nicht mehr, wo ich die Umfrage dort finden soll. Daher musste ich diese jetzt einfach mal direkt aus dem Video nehmen und habe heute leider keine Teilnehmerzahl für euch. Ich weiß sie ehrlich gesagt nicht. Aber irgendwie werde ich das nächste Mal sicherlich hinbekommen. Ich fragte euch, was hältst du von Remastered-Versionen? Also Neuauflagen älterer Spiele meine ich damit natürlich. Ja, und die meisten finden das ziemlich cool, ganze 34%, zu denen ich mich übrigens auch zähle. Für Spitze reicht es bei mir dann allerdings nicht, aber immerhin 25% sehen das anders. Und wenn man die 29% mit ganz nett jetzt auch noch mit reinnimmt, dann muss man ja zugeben, Remastered-Versionen kommen doch wohl ziemlich gut bei euch an. Denn ich weiß da ja überhaupt nicht, wo der ganze Hate zur Remastered-Version herkommt. Ach, da haben wir sie ja, die Quelle. 8% nicht so meins und 3% finden sie total überflüssig. Wobei es hier nun mal doch jedem selbst überlassen ist, sowas zu kaufen oder nicht. Ich jedenfalls mag Remastered-Versionen und hoffe, dass es sie in Zukunft auch noch weiterhin geben wird. So wie zum Beispiel meine Videos, die es weiter natürlich alle 2 Tage geben wird. Ist doch klar. Ja, und ich würde sagen, ich verabschiede mich da mal. Wir sehen uns in Kürze natürlich auf Twitch oder auf YouTube. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Wird eigentlich mal wieder Zeit, dass du auch mal wieder einen Einsatz in meinen Videos bekommst. Oder nicht?